Liebe Leute, herzlich willkommen bei unserer dritten und letzten Veranstaltung unserer Esoterik-Reihe. Unser Techniker läuft noch ein bisschen rum. Ich darf euch ganz herzlich hier dazu einladen. Unsere ersten beiden Veranstaltungen sind bereits ganz gut abgelaufen. Wir haben eine Veranstaltung mit dem Herrn Dr. Wolfgang Maurer zu Impfen und Impfgegnerinnen gehabt. Das ist momentan auch wieder ganz im Gespräch. Man sieht das auch wieder in Zeitungen, auch gerade wegen den aktuellen Maserfällen in Graz. Und wir haben auch eine Veranstaltung gehabt bereits zur Homöopathie mit der Frau Dr. Christa Federspiel. Falls ihr Fragen zu diesen beiden Veranstaltungen oder zu Themen oder Hintergründen habt, weil ihr nicht dabei wart, könnt ihr gerne danach nochmal herkommen zu mir. Ich kann euch gerne noch Informationen, Kontakte und Hintergrundinfos geben. Zur heutigen Veranstaltung, zuerst mal vielleicht der Höflichkeit nach, sollten wir mich vorstellen und auch den Gastgeber. Ich bin Mario Radmann, ich bin vom KSV, Kommunistischen Studentinnenverband. Und wir haben beschlossen, diese Veranstaltungsreihe zu organisieren. Wir sind eine Fraktion auf der ÖH Uni Graz sowie auf der HTU Graz. Und wir machen eine Reihe von Tätigkeiten neben dieser Veranstaltungsreihe, Veranstaltungen auch Mitrechtsberatungen und so weiter und so fort. Herzlichen Dank möchte ich auch noch aussprechen an den Herrn Dr. Ulrich Berger von der Gesellschaft für kritisches Denken, das ist die GKD in Kurzform, beziehungsweise für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, der GWOP. Das sind beides Organisationen der Skeptikerbewegung. Das sind Organisationen, die jetzt noch nicht Skeptiker in dem Sinne, dass sie Aluhüte aufhaben und sagen, es gibt keine Gravitation, sondern das sind Skeptiker, die halt Behauptungen parawissenschaftlicher Natur und sonstigen Unfug analysieren und zu widerlegen versuchen. Die GKD ist in vielerlei Hinsicht auch in Österreich bekannt, ist der österreichische Ableger der GWOP, unter anderem auch für das goldene Brett vorm Kopf. Das kann man sich einfach mal googeln, gibt sehr viele interessante Geschichten und grandiose Auszeichnungen, die bereits vergeben worden sind. Die heutige Veranstaltung geht um dieses Thema, beeinflusst uns der Mond? Da gibt es bereits eine Frage, wir haben gerade mal angefangen, vielleicht 5 Sekunden warten, dann können wir gleich zur Frage kommen. Beeinflusst uns der Mond mit dem heutigen Referenten, Herrn Dr. Stefan Uttenthaler von fast ehemals der Uni Wien. Das ist leider ein Insider. Der Herr Dr. Ulrich Berger, Herr Dr. Stefan Uttenthaler hat ja nach seinem Studium der Physik unter anderem auch eine gewisse Vorliebe zur Astronomie entdeckt. War dann für über mehrere Jahre an der Uni Wien auch tätig als freier Mitarbeiter und ist momentan in der Organisation Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich aktiv bzw. beschäftigt. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, nach dem Vortrag gibt es natürlich auch Zeit und Raum, haben wir extra freigelassen zur Diskussion, Möglichkeit Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Das heißt, es zahlt sich absolut aus, bis zum Ende des Vortrags da zu bleiben und sich dann noch die Diskussion zu geben, bzw. auch Fragen zu stellen. Und vielleicht kurz jetzt da zu dem Fragensteller, der bereits aufgezeigt hat. Was ja, ich habe mich nur gefragt, warum der Verein quasi zur Wiederholung, zur Widerlegung, also du hast gerade Widerlegung genannt, von solchen Phänomenen, und nicht quasi irgendwie neutraler. Er bietet auch Untersuchungen an und der GWOP, wenn man ganz deutsch hat, auch ein Preisgeld dafür, dass wenn man etwas behauptet, was war das nochmal? Das war Telepathie oder so? Ja, irgendwelche paranormalen Fähigkeiten, ja. Wenn man nachweisen kann, dann gibt es ein Preisgeld von 10.000 Euro. Also er untersucht es, wenn man es nachweisen kann, dann bekommst du es halt auch. Aber das ist halt noch niemandem gelungen. Und sonst, jetzt, ich möchte nichts mehr sagen, ich sage nur noch Danke an den Dr. Stefan Uttenthaler und übergebe ihm das Mikro. Okay. Vielleicht kann er das selber gleich beantworten. Also erstens mal danke für die Einladung und danke für die Einleitung und Vorstellung. Jetzt geht's. Zur Frage, warum wir uns nicht neutral damit beschäftigen. Also wir Skeptiker argumentieren auf Basis der Wissenschaft. Und Wissenschaft arbeitet neutral oder sollte neutral arbeiten. Das heißt, also die besten und verlässlichsten Erkenntnisse über die Welt, die wir haben, kommen aus der Wissenschaft. Also die wissenschaftliche Methode stellt am besten sicher, dass
unser Wissen auch tatsächlich gültig ist. Und damit wir da nicht in die Irre geleitet werden, irgendwie muss man neutral an die Sache herangehen. Und wir Skeptiker versuchen eben auf Basis der Wissenschaft zu argumentieren. Und deswegen haben wir eine neutrale Herangehensweise. Nur bei sehr vielen solchen Behauptungen stellt sich am Ende halt heraus, es ist nichts dran oder es ist ein anderer Effekt, der zu irgendwas führt, wo man glaubt, dass irgendwie ein paranormales Phänomen dahinter steckt. Also meine Frage war nur, weil es wurde zur Widerlegung quasi genannt. Achso, nein, das ist... Neutral ausgedrückt wäre es ja eine Widerlegung oder... Der Verein heißt Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Nicht Widerlegung. Okay, dann sage ich nur kurz was zu meinem Arbeitgeber, Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, kurz FWF. Wenn ihr irgendwann vielleicht eine Dissertation macht oder so, dann kann es sein, dass euer Geld von uns kommt. Also wenn euer Prof ein Projekt eingeworben hat, dann werdet ihr aus FWF-Mitteln bezahlt. Ja, dann kommen wir jetzt zum heutigen Vortrag. Also ich bin ja, wie erwähnt, promovierter Astrophysiker oder Astronom und gleichzeitig auch Skeptiker. Und was würde da näher liegen, als sich mit Astrologie zu beschäftigen? Und ich habe schon öfter kritische Vorträge über Astrologie gehalten. Und irgendwie bin ich dann, also da stößt man dann auf nicht sehr viel Widerspruch, sage ich mal. Also, Astrologie, das ja, die meisten Leute, für die meisten Leute ist es einfach Unterhaltung. Ja, niemand, also Leute lesen zwar das Horoskop, aber niemand nimmt es eigentlich für bare Münze. Ja. Man liest es zur Unterhaltung. Aber ich habe in diesen Vorträgen dann auch immer ein bisschen was eingebaut zu den Mondkalendern. Und da hat sich dann aber oft Widerspruch geregt. Also da sind dann kritische Fragen gekommen, aber ist das nicht so mit Gärtnern und Pflanzen und hin und her? Und dann habe ich mir gedacht, dass ich da einen Nerv getroffen habe und ich habe mir gedacht, darüber soll ich mal einen Vortrag halten. Und so ist der eben entstanden. Mittlerweile halte ich den Vortrag jetzt zum dritten Mal. Letztes Jahr das erste Mal an der VHS in Wien und heute hier. Mond ist immer wieder aktuell, auch diese Woche, also vor zwei Tagen gerade, war ein Ereignis, eine totale Mondfinsternis. Wer von euch hat die gesehen? Ist wer aufgestanden in der Früh, um sich das anzuschauen? Niemand? Also es war auch dick in den Medien. Ist dankenswerterweise dieser Artikel da aus Ö24 zugespielt worden. Da sind auch Experten interviewt worden, wie Gerda Rogers und die Johanna Panker-Poppe, die wird heute noch im Vortrag vorkommen. Also da geht es darum, vielfach ist Partnerschaftsstress die Folge, auch Depressionsschübe treten vermehrt auf. Die Rogers sagt, viele flippen aus und das hängt aber vom Sternzeichen ab und so weiter. Und überhaupt Sexmond. Zum Frühstück ist. Ja, spannende Lektüre. Ja, so kommt es zu einem Vortrag. Allgemein, der Mond kommt oft in den Medien vor, auch wie gerade erwähnt. Im Herbst und Frühwinter sieht man oft in Buchläden so Mondkalender in allen möglichen Formaten und Formen. Und sogar bei der Post kriegt man Mondkalender. Und irgendwie hat man das Gefühl, ja, wenn so viele Menschen daran glauben, dann muss ja was dran sein. Ja. Es gibt eine Umfrage in Deutschland, die hat zum Ergebnis gehabt, dass 92% der Deutschen die Meinung vertreten, dass der Mond irgendwie das Leben auf der Erde beeinflusst. Also ich weiß jetzt zwar keine Umfrage für Österreich speziell, aber ich gehe mal davon aus, dass die Zahlen nicht grundlegend anders sind, also sicher nicht andersherum. Die Frage ist, was ist dran? Man sieht auch solche Dinge, jetzt im vergangenen Dezember aufgenommen in Wien.
mondphasengeschnittene Christbäume. Angeblich kosten die bis zu 30% mehr als normale Christbäume. Die Frage ist, zahlt sich das aus, dass man als Kunde, dass man das, die 30% mehr hinblättert? Ja, in den Medien kommt der Mond oft vor, wie erwähnt. Das war in der Zeitung Österreich am 2. Jänner 2018. Da war eben auch eine totale Mondfinsternis. Oder? Ja, genau. Oder war das der Supermond? Ja, jedenfalls wird da behauptet, der Supermond kommt uns gerade jetzt größer vor als sonst. Sonst strahlt heller sogar die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben und Vulkanausbrüche auf der Erde erhöhen. Und sogar die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben und Vulkanausbrüche auf der Erde erhöhen und die Gezeiten weltweit beeinflussen. Umso spannender das Naturspektakel heute live mitzuerleben, denn wegen der Nähe zur Erde scheint uns der Mond am Himmel heute um 7% größer als sonst und strahlt um 30% heller. Und dann auch noch Wirkung auf unsere Libido, also 6 Mond haben wir gehabt. Heute haben wir mehr Lust auf Sex und das nicht nur, weil wir weniger gut schlafen. Bei Vollmond schlafen wir im Schnitt um 5 Minuten später ein als normal und wachen um 20 Minuten früher auf. Dem Supervollmond wird große Wirkung auf unsere Libido nachgesagt, was sie nicht hat, Einfluss auf die Empfängnisbereitschaft. Wir werden ein bisschen schauen, wo diese Zahlen herkommen und was da dran ist. Und auch Österreich hat geschrieben, am Freitag, den 13. Juni 2014, da war auch Vollmond. Und Forscher bewiesen, Vollmondschlaf ist 20 Minuten kürzer und nicht erholsam. Der Grund, Vollmondnächte sind 12-mal heller, also was ist die Frage, natürlich, dadurch rasselt das Schlafhormon Melatonin in den Keller. Ja, ich werde dann ein bisschen darauf eingehen, wo das herkommt und was da dran ist und ob das so stimmt. Zuerst einmal ein paar Grundlagen zum Mond. Was ist der Mond überhaupt? Also grundsätzlich ist der Mond einmal der einzige natürliche Satellit der Erde. Unser Erdmond. Er ist entstanden in der Frühzeit des Sonnensystems, vermutlich durch eine Kollision zwischen der Protoerde und einem etwa Mars großen anderen Protoplaneten. Durch diese Kollision ist eben Materie aus der Protoerde ausgeworfen worden und hat sich vermengt mit diesem anderen Planeten. Das Material hat sich gesammelt in einer Umlaufbahn um die Erde und hat sich dann eben wieder zusammengeballt zum heutigen Mond. Und zu dieser Zeit ist der Mond auch viel näher an der Erde heran gewesen, als das heute der Fall ist. Heute ist der Mond eine staubige und trockene Gesteinskugel. Es hat praktisch keine Atmosphäre. Also ist dem Weltraumwetter schutzlos ausgeliefert. Der Durchmesser beträgt knapp 3500 Kilometer. Er ist damit der fünftgrößte Mond im Sonnensystem. Nur 3 Monde vom Jupiter und einer vom Saturn sind noch größer. Und also eigentlich ist der Erdmond vergleichsweise groß im Vergleich zur Erde. Und man spricht eigentlich auch von einem Doppelplanetenmond Erde, weil die anderen Monde oder die Monde von anderen Planeten sind vergleichsweise viel kleiner. Trotzdem, die Masse des Mondes ist eher gering im Vergleich zur Erde noch, also ein 1/81 der Erdmasse. Wir sind hier in der Technik, solche Schreibweisen sind verständlich. Ja, okay. Gut, 7 mal 10 hoch 22 Kilogramm, die Zahl kommt dann später nochmal vor. Zusammensetzung auf der Oberfläche. Der Mond besteht hauptsächlich aus Basalten, also erstarrten Lavagestein und aus sogenannten Regolith, das ist so zerschmettertes Oberflächengestein. Zerschmettert deshalb, weil dort ständig alle möglichen Meteoriten und der Sonnenwind auf das Gestein einprasselt und das eben schon
zerkleinert ist und ja, es ist eine ziemlich staubige Oberfläche dort. Also dieser Regolith, dieses zerschmetterte Gestein, das bildet so eine meterdicke Schicht auf der Mondoberfläche. Die Oberflächenstrukturen unterteilen sich in die sogenannten Mare. Das sind erstarrte Lavabecken. In Zeiten, bevor man das Teleskop kannte, dachte man, dass das echte Meere sind, deswegen auch die lateinische Bezeichnung Mare. Ja, hat sich herausgestellt, ist nicht so, ist erstarrtes Lavagestein, das sind eben diese dunklen Flächen, die man kennt, wo man sich auch den Mann im Mond vorstellen kann. Die Hochländer, die sind ein bisschen heller, das sind die sogenannten Terre, und dann gibt es natürlich jede Menge Einschlagskrater am Mond. Die Entfernung des Mondes von der Erde variiert zwischen ungefähr 363.300 und 405.500 Kilometer. Im Schnitt ist er 384.400 Kilometer von der Erde entfernt, vom Erdmittelpunkt. Und die Umlaufzeit ist eben das Mondmonat oder synodische Monat. Das sind ungefähr 29,5 Tage. Also das ist eben der Lichtwechsel gemessen von Neumond zu Neumond zum Beispiel. Ja, da haben wir noch zwei Bilder vom Mond, wie wir ihn kennen. Das sind echte Aufnahmen, allerdings sind da die Farben etwas überhöht dargestellt, also die Saturation ist extrem hinaufgedreht worden, und da kommen dann eben Farbunterschiede hervor, die dann eben unterschiedliche Zusammensetzungen der Gesteine anzeigen. Also dieses dunkelviolette da, diese Flächen, das sind relativ metallreiche Basalte, also reich an Eisen und Titan zum Beispiel. Diese mehr orangenen Flächen, das sind metallärmere Basalte. Dann diese hellen Gebiete, also hellbeige, das sind eben die genannten Hochländer, Terre, die sind auch älter als die Mare, das erkennt man an der Dichte der Einschlagskrater. Also je mehr Einschlagskrater da sind, desto mehr oder desto länger liegt die Zeit zurück, wie diese Oberfläche verändert wurde. Und diese Mare hier, die sind eben erst vor 3 Milliarden Jahren entstanden. Und da war eben dieses große Bombardement am Anfang des Sonnensystems schon vorbei. Da haben sie dann bis heute nur relativ wenige Einschlagskrater angesammelt. Also man kann die Dichte der Einschlagskrater dazu verwenden, um eine Altersdatierung der Oberfläche zu machen. Und dann gibt es eben, es gibt auch noch neuere Einschläge, wie den hier zum Beispiel, da gehen so weiße Streifen weg. Ja, also neu heißt in dem Fall vielleicht ein paar Dutzend Millionen Jahren oder so. Also man muss das natürlich in geologischen Zeiträumen denken. Ja, uns allen geläufig sind die Mondphasen. Die spielen auch eine sehr wesentliche Rolle natürlich in Mondkalendern. Wie kommt es dazu? Im Wesentlichen ist der Mond eben eine Gesteinskugel, die aus einer Richtung von der Sonne angestrahlt wird. Und wenn man sich das eben vorstellt, wenn so eine Kugel um einen herumkreist, dann sieht man die aus immer unterschiedlichen Blickwinkeln, und man schaut eben, also man sieht unterschiedlich viel von der beleuchteten Seite. Und das ist hier aufgezeichnet, also die Sonne ist irgendwo da oben und leuchtet auf den Mond und auf die Erde. Bei der Stellung steht der Mond eben in Richtung Sonne und wir schauen auf die unbeleuchtete Seite. Deswegen ist der Mond zu dem Zeitpunkt nicht sichtbar. Dann bewegt er sich ein bisschen weiter. Dann sieht man eben ein kleines Stück, eine schmale Mondsichel, das ist auch hier oben angedeutet. Ja, dann bewegt er sich weiter, irgendwann schauen wir von der Seite drauf, dann sehen wir Halbmond. Dann, wenn der Mond am Himmel der Sonne gegenübersteht, dann sehen wir auf die vollbeleuchtete Seite, dann ist Vollmond, wenn nicht gerade Mondfinsternis ist natürlich. Und dann nimmt der Mond wieder ab und nach 29,5 Tagen ist dann eben wieder Neumond und der Mond ist wieder unsichtbar. Der Mond ist also immer da, auch wenn man nur die Hälfte sieht oder nur eine schmale Sichel. Das erkennt man hier an dieser Abbildung eigentlich recht gut. Also das hier ist die Mondsichel, und hier, was man hier sieht, das ist das sogenannte aschgraue Mondlicht. Das ist doppelt reflektiertes Sonnenlicht.
weil nämlich dort vom Mond aus gesehen ist praktisch fast voll Erde und die Erde ist relativ groß und hell und leuchtet eben die von der Sonne nicht beschienene Seite an und das Licht wird wieder zurückreflektiert auf die Erde in unsere Augen und deswegen sehen wir da dieses aschgraue Mondlicht. Das ist immer ein paar Tage nach Neumond oder eben vor Neumond dann in der Früh. Eben die Mondphasen spielen in Mondkalendern auch eine sehr zentrale Rolle. Was ich auch sagen wollte, ist, dass der Mond eine sogenannte gebundene Rotation vollführt, weswegen er immer die gleiche Seite zu uns zeigt. Also die Rückseite können wir nicht sehen. Also er macht genau eine Rotation um sich selbst in der gleichen Zeit, wie er einmal um die Erde herum wandert. Das ist die gebundene Rotation. Die Umlaufbahn des Mondes ist relativ kompliziert. Also grundsätzlich ist sie elliptisch, also eiförmig. Der Abstand zur Erde variiert. Das ist ja hier ein bisschen übertrieben dargestellt. Also in der Realität ist sie nicht so oval. Also hier im sogenannten Perigeum ist er in Erdnähe und die Erdferne ist das Apogeum. Und wenn ein Vollmond passiert in Erdnähe, dann spricht man heutzutage vom Supervollmond. Das hat sich irgendwann einmal eingebürgert vor Jahren. Eigentlich hat das ein Astrologe aufgebracht, der das irgendwie als besonders erachtet hat. Spielt eigentlich in der Wissenschaft keine Rolle, aber es ist halt irgendwie modern geworden und deswegen kommt es auch immer wieder in den Medien vor. Tatsächlich ist jeder 14. Vollmond ein Supervollmond. Also es ist nicht so selten. Ja, was ich auch noch sagen wollte, diese Verbindungslinie zwischen Erdnähe und Erdferne, die ist nicht stabil im Raum. Die rotiert einmal in 8,8 Jahren im gleichen Sinn herum, wie sich der Mond selber um die Erde bewegt. Und dann kommt noch eine weitere Komplikation dazu, nämlich die Ebene, in der sich der Mond um die Erde bewegt, die ist geneigt gegen die Erdbahnebene, gegen die Ekliptik. Also die Ekliptik, die Erdbahnebene, ist die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt. Und die Ebene, in der sich der Mond um die Erde bewegt, ist um ungefähr 5,2 Grad dagegen geneigt. Und die Schnittpunkte dieser beiden Ebenen, oder der Mondbahnebene mit der Ekliptik, das sind die Mondknoten. Und da gibt es einen aufsteigenden Mondknoten und einen absteigenden Mondknoten. Aufsteigend ist dann, wenn der Mond von Süden nach Norden durch die Erdbahnebene wandert und absteigend ist er, wenn er von Norden nach Süden durch die Erdbahnebene wandert. Und also diese beiden Punkte sind erstens mal für Finsternis sehr zentral wichtig, weil eine Mondfinsternis kann nur passieren bei Vollmond, wenn sich der Mond in der Nähe eines dieser Bahnknoten aufhält. Und eine Sonnenfinsternis nur, wenn Neumond ist und der Mond noch in der Nähe eines solchen Mondknotens ist. Ansonsten ist er eben zu weit unter oder über der Erdbahnebene. Also jetzt vorgestern ist es eben ungefähr zusammengetroffen, deswegen haben wir eine Mondfinsternis beobachten können. Und auch in Mondkalendern spielt absteigender und aufsteigender Mond eine sehr zentrale Rolle. Also werden dem Mond verschiedene Wirkungen zugesagt, die er dann entfalten soll. Es gibt heuer noch ein paar Finsternisse. Am 2. Juli ist eine totale Sonnenfinsternis, die ist aber nur irgendwo im Pazifik beobachtbar. Und am Abend des 16. Juli gibt es nochmal eine partielle Mondfinsternis, aber die ist fast total. Und also die ist auf jeden Fall zu einer günstigeren Uhrzeit als die von vorgestern. Ja, in Mondkalendern gibt es eben auch Beschreibungen von aufsteigenden und absteigenden Mond. Und schon da stimmt es eigentlich nicht mehr recht wirklich. Also das ist ihnen irgendwie zu kompliziert, glaube ich, mit Mondknoten und so weiter. Also eben die vorhin genannte Johanna Panker und ihr Partner Thomas Poppe haben in ihrem Buch zum richtigen Zeitpunkt geschrieben. Wichtig zu wissen ist zuallererst, dass der aufsteigende und absteigende Mond nichts mit den Mondphasen zu tun hat, also damit, ob er gerade abnimmt oder zunimmt.
Das stimmt nun. Auf- und absteigender Mond sind Begriffe, die mit dem Stand des Mondes im Tierkreis zusammenhängen. Allen Tierkreiszeichen, die die Sonne in ihrem Jahreslauf von der Wintersonnenwende 21. Dezember bis zur Sommersonnenwende 21. Juni durchwandert, Schütze bis Zwillinge und eine aufsteigende Kraft inne und dann geht es noch zu den Absteigenden. Und das ist nicht nur vereinfachend, sondern auch falsch. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, dass diese Knotenlinie nämlich nicht stabil im Raum ist. Deswegen verändert sich das ständig, in welchem Sternbild oder Sternzeichen der Mond gerade aufsteigend oder absteigend ist. Also diese Zuordnung zu den Sternbildern, die kann zu einem gewissen Zeitpunkt stimmen, aber die meiste Zeit stimmt es nicht. Ja, was sind überhaupt Sternbilder und was sind Sternzeichen? Also die ist ja nicht bekannt auch aus der Astrologie und die spielen natürlich auch im Mondkalender eine wichtige Rolle. Also es ist einmal wichtig zu unterscheiden zwischen Sternbildern und Sternzeichen oder Tierkreiszeichen. Sternbilder, die werden auch in der Astronomie verwendet, da gibt es 88 davon. Und in Sternzeichen gibt es nur 12. Und das sind die Sternbilder, die entlang der Ekliptik liegen. Also das ist die Ekliptik ist die scheinbare Bahn der Sonne am Himmel. Also es sind die 12 Sternbilder, wo die Sonne vorbeikommt im Laufe des Jahres. Und eben auch der Mond, mehr oder weniger. Da haben wir zum Beispiel Sternbild Zwillinge. Man muss wissen dabei, dass diese Einteilung in Sternbilder, dass das vollkommen willkürlich ist. Ja? Die Sterne sind Sonnen, so wie unsere, beziehungsweise unsere Sonne ist ein Stern. Und die Sterne, die man so zu einem Sternbild zusammenfasst, sind auch sehr unterschiedlich weit entfernt. Im Sternbild Zwillinge haben wir da die beiden Hauptsterne Castor und Pollux. Der eine ist, glaube ich, 34 Lichtjahre entfernt und der andere 50. Und dann gibt es aber andere, wie den hier zum Beispiel, der ist 900 Lichtjahre entfernt. Also die haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Sie stehen nur von unserer Perspektive in der Milchstraße gesehen einfach zufällig nahe beisammen am Himmel. Und wir, oder in dem Fall halt die alten Griechen, in antiken Zeiten haben die eben zusammengefasst zu irgendwelchen Bildern, die sie da sehen, haben da ihre mythologischen Figuren an den Himmel projiziert. Und aber eigentlich ist es eine sehr willkürliche Einteilung. Und dann kommt noch dazu, dass vor 2000 Jahren, wie die Griechen das eingeteilt haben, waren die Sternbilder und die Sternzeichen, wo eben die Sonne durchläuft, die waren noch eins. Ja. Aber es gibt die sogenannte Präzession der Erdachse. Dies hat dafür gesorgt im Laufe der 2000 Jahre, dass sich die gegeneinander verschoben haben. Und die Astrologen und auch die meisten Mondkalenderrechner verwenden heutzutage die Sternzeichen und nicht mehr die astronomischen Sternbilder. Das bedeutet jetzt, dass zum Beispiel heuer die Sonne, die Sonne astrologisch am 21. Mai in das Sternzeichen Zwillinge wandert. Aber astronomisch kommt sie erst ein gutes Monat später, nämlich am 22. Juni dorthin. Und also ich bin astrologisch in der Waage geboren, aber astronomisch wäre ich eigentlich Jungfrau. Also die Sonne ist tatsächlich im Sternbild Jungfrau gestanden zum Zeitpunkt meiner Geburt. Also, und das wird von Astrologen, wie gesagt, ignoriert, weitgehend. Ja, ich habe da noch ein kleines Experiment, mit dem ich diese Präzession der Erdachse vorführen möchte. Das verschiebe ich aber vielleicht auf das Ende oder auf den Vortrag. Ja, das sind jetzt einmal so die nüchternen Fakten zum Mond. Also der Mond ist wahnsinnig schön anzuschauen im Fernrohr. Ich kann das jedem empfehlen, einmal, vor allem zur Halbmondphase auf eine Sternwarte zu gehen, wo es ein großes Teleskop gibt.
bei schönem Wetter und sich einmal den Mond anzuschauen und einen visuellen Spaziergang am Mond zu machen. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sollte auf der Liste der Dinge, die man in seinem Leben getan haben sollte, sehr hoch oben stehen. Und es war auch für mich faszinierend. Also ich habe als Kind, Jugendlicher von meinem Großvater, also der hat irgendwelche Kriegsrelikte mit heimgebracht und unter anderem war auch irgend so ein Periskop, wahrscheinlich von einem Panzer oder so dabei, das halt ein bisschen eine Vergrößerung gehabt hat und da habe ich mir den Mond angeschaut und das war wahnsinnig faszinierend damals. Und das war vielleicht auch irgendwie ein Auslöser, warum ich dann im Endeffekt Astronomie studiert habe. Also es lässt einen dann nicht mehr los. Also es ist auf jeden Fall sehr faszinierend und der Mond kann schon auch irgendwie sehr mystisch wirken. Irgendwie aus diesem Grund er wird irgendwie auch dann überhöht und es werden ihm alle möglichen Wirkungen zugeschrieben. Und da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ja? Also das sind alles Wirkungen, die dem Mond zugeschrieben werden, also eben auf dem Schlaf, auf Geburten, Menstruation, mentale Gesundheit, Aggressionen und so weiter. Und auf ein paar, also ich kann nicht auf alle eingehen, ein paar möchte ich herausgreifen. Schlaf natürlich, auf die Menstruation möchte ich kurz eingehen. Mondholz ist ein interessantes Thema. Operationen, also der gesundheitliche Aspekt, den möchte ich auch nicht aussparen, weil da wird es ein bisschen gefährlich. Und Haus- und Gartenarbeit natürlich. Ja, das erste ist der Schlaf. Ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, in den Zeitungsartikeln wird der Schlaf erwähnt. Und das ist eine sehr weit verbreitete Behauptung, dass vor allem der Vollmond eine Wirkung auf den Schlaf hätte. Und das war deswegen auch schon oft Gegenstand von Untersuchungen, von Studien. Und recht bekannt geworden ist eine Studie aus dem Jahr 2013 von Schweizer Forschern, Karl Jochen et al., Evidence that the Lunar Cycle Influences Human Sleep. Und da steht im Abstract, we found that around full moon, electroencephalogram delta activity during non-REM sleep, an indicator of deep sleep, decreased by 30%, time to fall asleep increased by 5 minutes, and EEG assessed total sleep duration was reduced by 20 minutes. These changes were associated with a decrease in subjective sleep quality and diminished endogenous melatonin levels. Also, da haben wir jetzt diese 5 Minuten längere Einschlafzeit, 20 Minuten reduzierte gesamte Schlafzeit und das reduzierte Melatonin-Level, das in diesen Artikeln in Österreich vorgekommen sind. Aber schauen wir uns diese Studie mal genauer an. Das ist Abbildung 1. Und also was die gemacht haben, ist, dass sie 33 Probanden in einem Schlaflabor an einem EEG angeschlossen haben und eben Schlafdaten aufgezeichnet haben. Und das liegt eigentlich schon eine Weile zurück, dass diese Daten aufgenommen worden sind und die sind erst später ausgewertet worden in Bezug auf die Mondphase. Also zum Zeitpunkt, wo die Studie im Schlaflabor durchgeführt wurde, wussten weder die Probanden noch die beteiligten Wissenschaftler, dass diese Daten irgendwann einmal für eine Untersuchung auf einen Zusammenhang mit der Mondphase untersucht werden. Das ist grundsätzlich gut, weil das eben selbsterfüllende Prophezeiungen möglichst ausschließt, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die mit der Einstellung, ja, hat das Vollmond, heute kann ich gar nicht, bestimmt schlecht schlafen, sich hinlegen und dann tatsächlich schlecht schlafen, weil sie sich eben ängstigen vor dem Vollmond. Und das muss man natürlich ausschließen, weil wir sehen, ob das wirklich einen echten Einfluss hat. Und die Wissenschaftler haben diese EEG-Daten dann untersucht und hier in dieser Abbildung ist aufgetragen Sleep Latency, also die Zeit vom Licht aus bis einschlafen, laut EEG, als Funktion der Mondphase. Und sie haben die Mondphase da unterteilt in Klasse 1, 2 und 3. Also 1 ist
glaube ich, plus minus 4 Tage um den Vollmond. Klasse 2 ist um die Halbmondphase herum und Klasse 3 wäre um Neumondphase herum. Und tatsächlich schaut es so aus, als würden da diese Datenpunkte also eben höher oben liegen bei Vollmond. Also im Mittel haben die Leute bei Vollmond ein bisschen länger gebraucht zum Einschlafen als bei Neumond. Aber die Streuung ist groß, also wenn man sich da anschaut, da sind Leute auch bei Vollmond relativ schnell eingeschlafen und andere haben bei Neumond, die Batterie bald aus, relativ lang gebraucht, um einzuschlafen. Es sind nicht wahnsinnig viele Datenpunkte. Man kann sehen, also es gibt dann auch noch eine ausführliche Tabelle da drinnen. Da ist aufgetragen Total Sleep Time. Und da sieht man Lunar Class 1, das ist eben um Vollmond herum, ist das Mittel eben in dem Fall 24 Minuten weniger als um die Halbmondphase herum. Also eigentlich ist die größte Differenz zwischen Vollmond und Halbmond, interessanterweise. Bei Neumond herum ist es eigentlich wieder ein bisschen kürzer. Das hier ist Sleep Latency bis zur irgendwie REM-Phase 2 oder wie das heißt. Und auch da ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Vollmond- und Halbmondphase. Da haben sie aufgetragen in dieser Spalte hier, die Sternchen hier, das sind alle Parameter, wo sie eine signifikante Variation mit der Mondphase gefunden haben. Aber natürlich, je mehr Parameter man untersucht, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man welche findet, die irgendwie signifikant sind. Ja. Und die Tatsache, dass es eben nicht sehr konsistent ist in diesen ganzen Parametern, die da untersucht worden sind, ja, ist nicht unbedingt extrem vertrauenserweckend. Ja, das hat natürlich dann andere Forscher auf den Plan gerufen, zum Beispiel welche vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, die dann einen viel größeren Datensatz untersucht haben, auch mit Probanden aus Schlaflaboren. Da waren es jetzt 1265 Probanden im Vergleich zu 33 vorher. Und die haben schreiben in ihrem Abstract, wir konnten keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen menschlichem Schlaf und den Mondphasen aufzeigen. Und in den Schubladen sind dann auch noch Daten von 20.000 weiteren Schlafnächten aufgetaucht und auch hier hat sich kein Zusammenhang mit der Mondphase gezeigt. Und grundsätzlich hat man da das Schubladenproblem in der Forschung, also auf Englisch auch Publication Bias. Auch Forscher sind nur Menschen, die möglichst gut in ihrer Karriere fortkommen wollen und es bildet sich die Tendenz heraus, dass nur positive Ergebnisse publiziert werden. Ja? Also irgendwas wird gefunden, dann wird es publiziert. Wenn man irgendwas hypothetisiertes Ereignis nicht findet, dann wird es eher nicht publiziert. Ja? Also negative Ergebnisse werden viel seltener publiziert als positive Ergebnisse. Und das führt dann eben zu einer Verzerrung. Man kennt es auch von der Homöopathie, wer vielleicht aber hat es gesehen. Da werden auch viel eher die positiven Ergebnisse publiziert als negative. Und das führt dann eben zu einer Verzerrung. Und auch in diesem Fall muss man davon ausgehen, dass es eben das auf diesen Publication Bias zurückzuführen ist. Und ihr habt das gezeigt mit wenig Datenpunkten und es ist nicht ganz konsistent unter den Parametern. Also die Studie ist auch nicht extrem verlässlich. Und ich soll auch dazu sagen, diese Schweizer Wissenschaftler, die das zuerst publiziert haben, die schreiben ja auch nicht von einem Beweis, dass sie einen Beweis gefunden hätten, dass der Mond die Mondphase den Schlaf beeinflusst, sondern sie schreiben Evidence. Und im Zeitungsartikel ist aber gestanden, Forscher bewiesen das.
Und das ist natürlich ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Ja, ja, Menstruation, es wird auch oft behauptet, dass das vom Mond beeinflusst ist. Und die Tatsache, dass der weibliche Zyklus eben ziemlich genau die 29,5 Tage dauert, wird oft auch als direktes Beweis angesehen, dass der Mond ja einen Einfluss auf den Menschen haben muss. Auch das ist natürlich untersucht worden. Die Behauptung ist eben, dass die Regelblutung vom Mond beeinflusst wird. Tatsächlich ist es so, dass die Periodenlänge relativ stark schwankt. Zwischen 23 und 35 Tagen, oft sogar länger. Im Durchschnitt ist die Periodenlänge tatsächlich ungefähr 29 Tage. Aber es gibt eben einerseits Variationen zwischen Populationen, also angeblich ist die Zyklendauer bei US-Amerikanerinnen deutlich länger als bei Japanerinnen zum Beispiel, aber es variiert auch von Frau zu Frau. Also, oder es ist eine, ja, sogar bei einer Frau ist es nicht zeitlich konstant. In unserer westlichen Zivilisation ist es ein bisschen oft schon schwierig zu untersuchen, weil ja, oft also Hormonpräparate verwendet werden zur Verhütung. Und um das zu umgehen, schaut man sich eben auch Völker an, die noch weitgehend unbeeinflusst davon leben. Also, und zum Beispiel hat es die Frau Beverly Strassmann gemacht in ihrer Studie, die sich angeschaut hat, die die Menstruation beim Volk der Dogo in Mali. Und die hat die 2 Jahre beobachtet und ist, also hat gefunden, dass es da keinen Zusammenhang gibt mit der Mondphase. Und auch keine Synchronisation unter den Frauen selber, weil das auch behauptet wird, dass das bei Frauen, die zusammenleben, angeblich zu einer Angleichung der Zeitpunkte gibt, wenn die Menstruation passiert. Aber auch das kann eigentlich ausgeschlossen werden. Ist zwar irgendwie auch sehr weit verbreitet, aber gibt nicht wirklich Evidenz dafür. Ja. Auch interessant zu erwähnen, Menstruation kommt nur bei höheren Primaten vor. Andere Säugetiere haben nur einen jährlichen Fortpflanzungszyklus, also spricht man von der Brunft. Und ja, also meiner Meinung nach ist die Perioden oder die Zyklenlänge nur zufällig circa ein Monat. Mondholz, ein wichtiges Thema, nicht nur zu Weihnachten. Es gibt da eben die Behauptung, dass die Qualität des Holzes irgendwie von der Mondphase zum Zeitpunkt der Schlägerung abhängt oder dass der Weihnachtsbaum die Nadeln besser halten kann. Und da gibt es auch zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Eigenschaften vom Holz nicht von der Mondphase zum Zeitpunkt der Schlägerung abhängen. Das ist schon zuerst untersucht worden, schon im 18. Jahrhundert vom Franzosen Henri-Louis Duhamel du Monceau. Der hat in den 1730er Jahren schon untersucht, ob Holz irgendwie besser haltbar ist, je nachdem zu welcher Mondphase es geschlägert wurde. Er konnte keinen solchen Zusammenhang finden und es erhebt sich auch die Frage, ob irgendwie die Mondphase hilft gegen das jährliche Nadeldrama unterm Weihnachtsbaum, auch das ist untersucht worden. Es gibt eine Untersuchung von Wissenschaftlern von der TU Dresden. Die haben eben Christbäume gefällt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, bei unterschiedlichen Mondphasen und haben die alle gleich behandelt. Und Ergebnis war, die ersten 2 Wochen haben die Bäume die Nadeln alle gut behalten. Dann zwischen der 2. und 4. Woche nach den Schlägern sind die Nadeln nach und nach abgefallen und dann nach 6 Wochen waren sie eigentlich alle nadellos, ganz egal zu welcher Mondphase sie geschlägert wurden. Also man kann sich das Geld für den etwas teureren mondphasengeschlägerten Christbaum sparen. Ich würde das sogar fast als Deppensteuer bezeichnen. Aber ja.
Ja, es gibt da verschiedenste Regeln zum Mondholz. Eine zum Beispiel besagt, dass Holz, das am 1. März am besten nach Sonnenuntergang geschlägert wurde, nicht brennbar ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Holz, das zu dem Zeitpunkt geschlägert worden ist, auf diesen Stapel landen kann. So, Pauke und Poppe, die schon angesprochen wurden, schreiben in ihrem Werk auch über Operationen und den Einfluss, den der Mond angeblich auf Operationen hat. Sie schreiben, für chirurgische Eingriffe jeder Art außer für Notoperationen gilt, je näher am Vollmond, desto ungünstiger. Der Vollmondtag hat die negativsten Auswirkungen. Wenn man die Wahl hat, sollte man bei abnehmendem Mond operieren. Alles, was die Körperregion, die von dem Tierkreiszeichen regiert wird, das der Mond gerade durchschreitet, besonders belastet oder strapaziert, wirkt schädlicher als an anderen Tagen. Chirurgische Eingriffe an diesen Tagen sollte man daher, wenn irgend möglich, vermeiden. Ich glaube, es sollte selbstverständlich sein, dass man, wenn irgend möglich, solche Ratschläge ignorieren soll. Also das ist wirklich hochesoterisch. Nichtsdestotrotz haben sich Wissenschaftler mit der Frage auseinandergesetzt, ob man einen statistischen Zusammenhang finden kann. Und es nimmt nicht Wunder, dass eben dieser Zusammenhang nicht gefunden werden konnte. Wunder und Schadmüller haben das zum Beispiel untersucht. In dieser Arbeit, die in der Zeitschrift für Anomalistik herausgekommen ist. Und sie schreiben dort, es gibt gegenwärtig keine empirischen Belege, die die Auffassung stützten. Die Mondphase oder die Stellung des Mondes in den Tierkreiszeichen korreliere mit wie auch immer gearteten Komplikationen bei Operationen. Also abgesehen davon, dass es keinen plausiblen Mechanismus gibt, wie der Mond das irgendwie beeinflussen könnte, gibt es auch keinen nachweisbaren statistischen Zusammenhang dafür. Ja, jetzt können wir ein bisschen eben das auch aufdecken, was da in diesen Zeitungsartikeln da so steht. Der Supermond kommt uns gerade jetzt größer vor als sonst, strahlt heller, soll sogar die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben und Vulkanausbrüche auf der Erde erhöhen und die Gezeiten weltweit beeinflussen. Auf das bin ich jetzt nicht eingegangen mit Studien, aber zu Erdbeben und Vulkanausbrüche gäbe es durch die Gezeitenkräfte tatsächlich einen plausiblen Wirkmechanismus. Aber also auch das hat man sich angeschaut, statistisch untersucht, wann treten Erdbeben auf, wann ist der Mond besonders nahe oder treten bei Vollmond oder Neumond, wenn eben Sonne und Mond in die gleiche Richtung ziehen mit den Gezeitenkräften, treten dort besonders häufig Erdbeben auf. Und das konnte nicht nachgewiesen werden, dass dem so sei. Also da spielen andere Kräfte im Erdinneren eine wichtigere Rolle. Ja, das habe ich vorhin, glaube ich, nicht erwähnt. Es steht da eben 7% größer als sonst und strahlt um 30% heller. Da werden auch zwei Dinge vermischt. Also tatsächlich, bei einem Supervollmond ist uns der Mond 7% näher als im Durchschnitt. 1,07 zum Quadrat ist ungefähr 1,15, sprich ist dann ungefähr 15% heller als im Durchschnitt, aber um 30% heller als in Erdferne. Und da kommen diese 30% her. Also sie haben es einmal, die 7% haben sie auf die durchschnittliche Entfernung bezogen und die 30% auf die größte Entfernung. Also da haben sie da zwei Dinge durcheinander gebracht. Das geht sich sonst nicht aus. Und ja, jetzt wissen wir auch, wo diese 5 Minuten später einschlafen und 20 Minuten kürzerer Schlaf herkommen. Ich halte es nicht für plausibel, wie gesagt, es gibt wesentlich größere Studien, die das nicht nachvollziehen können. Mag sein, dass dem Supervollmond eine große Wirkung auf unsere Libido nachgesagt wird. Österreich macht, oder Ö24 macht das offenbar sehr nachhaltig. Ich habe keine Studie dazu gefunden, ob das irgendwie belastbar wäre. Statistische Untersuchungen sind das eine. Plausible Wirkmechanismen sind das andere. Also man sagt so schön, Korrelation ist nicht das Gleiche wie Kausalität.
correlation is not causation. Also selbst wenn es irgendwie, wenn zwei Dinge korreliert sind, dann heißt nicht, dass das eine das andere auslöst. Also es gibt eigene Website dafür, wo solche Dinge gesammelt werden. Also es gibt zum Beispiel eine schöne Grafik, wo der durchschnittliche Schokoladenkonsum von verschiedenen Ländern aufgezeichnet ist, als Funktion, oder, ja, als Funktion der Zahl der Nobelpreise pro 100 oder pro 1 Million Einwohner. Und es gibt eine schöne Gerade, ja. Also dort, wo viel Schokolade konsumiert wird, gibt es viele Nobelpreisträger. Warum ist das so? Schokolade macht nicht intelligent, aber Länder, wo die Menschen reich sind und sich eher Schokolade leisten können, können auch mehr in Forschung und Wissenschaft investieren und deswegen gibt es dort mehr Nobelpreisträger. Also es gibt einen Zusammenhang, aber keinen direkten zwischen diesen beiden Größen. Und auch in diesem Fall, beim Mond muss man sich eben fragen, wo liegen die plausiblen Wirkmechanismen? Und da gibt es jetzt ein paar. Das Licht natürlich, Mondlicht, das im Rhythmus von 29,5 Tagen wechselt. Dann gibt es die Gravitation. Der Mond hat eine Anziehungskraft auf die Erde. Es gibt die Gezeitenkräfte oder Gezeitenkraft. Und dann gibt es Magnetfelder, theoretisch zumindest. Oder praktisch. Aber, ja, schauen wir uns die mal im Einzelnen an. Mondlicht. Wie gesagt, wechselt im Rhythmus von 29,5 Tagen. Das sind die Mondphasen. Das Mondlicht ist nichts anderes als reflektiertes Sonnenlicht. Wir sehen den Mond nur, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Es ist kein an sich besonderes Licht, kein irgendwie mystisches Licht, es ist eigentlich nur Sonnenlicht. Und sogar der Mond ist eigentlich extrem dunkel. Der Mond besteht aus so dunklen Gestein, dass eigentlich nur im Durchschnitt ungefähr 4% des Sonnenlichts reflektiert. Er kommt uns nur deswegen so hell vor, weil rundherum im Weltraum sonst überhaupt nichts ist, was reflektiert. Und wir sehen den Mond vor dem Hintergrund des praktisch schwarzen Weltraums. Aber tatsächlich ist der Mond eigentlich so schwarz wie ein Stück Kohle. Der Vollmond ist auch 1 Million Mal schwächer als das Sonnenlicht, also ist im Vergleich zur Sonne wirklich vernachlässigbar hell und wird auch heutzutage oft von der Lichtverschmutzung überstrahlt, die vor allem im urbanen Raum dominiert. Ja. Also wir haben überall Straßenbeleuchtung, Reklame, Autos und so weiter. Also um wirklich den natürlichen Lichthintergrund zu erleben, muss man irgendwo sehr hoch in die Berge fahren oder irgendwo in die Wildnis, Wüsten und so weiter. Aber das Mondlicht ist tatsächlich ein plausibler Wirkmechanismus, auf das werde ich später noch eingehen. Also der Mond hat eine Wirkung auf das Leben auf der Erde, nur nicht so, wie sich die meisten Menschen das vorstellen. Dann Gravitation. Die Anziehungskraft des Mondes auf uns ist ungefähr ein 300.000stel der Erdbeschleunigung. Ist nicht wahnsinnig viel, also wenn der Mond im Zenit steht über uns, dann ist man ein 300.000stel leichter, als wenn der Mond im Horizont Nähe steht. Ist nicht viel. Den gleichen Effekt hat man, wenn man auf der Erde irgendwie 10 Meter nach oben geht, also etwas weiter aus dem Gravitationspotenzial der Erde hinaufsteigt. Und viele von uns machen das mehrmals am Tag, ohne irgendwie eine besondere biologische Wirkung festzustellen. Also auch das kann man getrost ausscheiden lassen. Also der Mond hat natürlich eine Anziehungskraft, ja, aber das hat keine biologische Wirkung. Und wir haben ein Gleichgewichtsorgan, das die Richtung der Gravitation feststellen kann. Also wir, auch wenn wir uns die Augen zugebunden werden und so, dann können wir irgendwie oben und unten unterscheiden. Aber eben der Unterschied, den der Mond macht, der ist so gering, dass unser Gleichgewichtsorgan das nicht feststellen kann. Gezeitenkraft, die Gezeiten gibt es natürlich wirklich und die werden auch oft in Mondkalendern als plausibler Wirkmechanismus genannt. Da heißt es zum Beispiel in diesem Mondkalender von Helga Kuhn aus dem Jahr 2016, der Mond gibt seit Jahrtausenden als natürlicher Zeitmesser der Natur den Rhythmus vor. Seine Anziehungskraft verursacht Ebbe und Flut der Ozeane und hebt die Kontinentalplatten der Erde täglich um einige Zentimeter an. Es liegt also nahe, dass die Mondkraft auch auf Menschen, Tiere und Pflanzen wirkt. Ja, was ist da wirklich wahr dran und was sind Halbwahrheiten? Also der
Mond verursacht tatsächlich Ebbe und Flut, allerdings nicht alleine, auch die Sonne hat einen Anteil daran, ein Drittel ungefähr geht auf die Sonne zurück. Und der Mond bzw. die Gezeitenkräfte heben auch die Kontinentalplatten tatsächlich. Nicht nur um einige Zentimeter, sondern glaube ich in Äquatornähe so zwischen 30 und 50 Zentimeter sogar. Wir merken das deswegen nicht, weil natürlich alles rund um uns herum gleich stark angehoben wird. Wir haben also keinen Bezugspunkt, deswegen merken wir das nicht. Was falsch ist, ist es täglich. Es ist nämlich zweimal täglich. Es gibt ja zwei Flutberge, da fangen sie mal an. Und wird dann auch immer impliziert, der Mensch besteht ja auch aus 70% Wasser und man sieht ja die Effekte der Gezeitenkräfte an den Ozeanen und dadurch, dass der Mensch auch aus Wasser besteht, muss halt der Mond natürlich auch diese Wirkungen haben auf uns. Das schauen wir uns an, ob das so ist. Was sind die Gezeiten? Erstens einmal, das ist hier illustriert. Da draußen ist irgendwo der Mond und Mond und Erde kreisen umeinander, beziehungsweise eigentlich um den gemeinsamen Schwerpunkt. Die Erde ist ja 81 Mal schwerer als der Mond, deswegen ist der Schwerpunkt nicht sehr, also der Baryzentrum, das ist der Schwerpunkt der Erde. Darum liegt dieses sogenannte Baryzentrum noch innerhalb der Erde, also nicht sehr weit vom Erdmittelpunkt entfernt. Und nur im Mittelpunkt der Erde heben sich jetzt die Gezeitenkräfte, Anziehungskraft und Fliehkraft auf. Also die Mond und Erde kreisen umeinander, sie ziehen sich an durch die Gravitation. Die Gravitationskräfte sind hier grün eingezeichnet und dann gibt es natürlich nach außen die Fliehkraft oder Zentrifugalkraft, Sie kennen das vom Karussell, ja. Die treibt eben nach außen, die sind hier rot dargestellt. Und auf der Erdoberfläche heben sich diese Kräfte aber nicht genau auf. Das sind die resultierenden Gezeitenkräfte und die sind hier in blau eingezeichnet. Und hier zeigen die nach innen, diese Pfeile. Da wird also die Erde ein bisschen zusammengedrückt und in die andere Richtung wird sie ein bisschen auseinandergezogen. Das heißt, wir haben hier zwei Flutberge und zwei Ebbetäler. Und die Erde rotiert natürlich, deswegen kommt, wenn man irgendwo an einer Meeresküste steht, am Strand, kommt fast zweimal am Tag ein Flutberg vorbei und zweimal Ebbe. Es sind nicht 24 Stunden und nicht genau zweimal in 24 Stunden, sondern zweimal in 24,8 Stunden, weil der Mond sich ja auf seiner Bahn auch ein bisschen weiter bewegt. Deswegen ist es ein bisschen langsamer. Ja, und also das sind eben die Gezeitenkräfte. Die Meere können sich frei anpassen an diese Kräfte und bewegen sich dann entsprechend. Und man kann jetzt ausrechnen, ganz physikalisch, wie stark jetzt die Gezeitenkraft des Mondes im Vergleich ist zu meiner Gezeitenkraft, die ich ausübe auf meine Umgebung. Da haben wir die Formel für Gezeitenkraft, 2r gm durch kleines r hoch 3. M ist die Masse des Körpers, den man untersucht, g ist einfach Gravitationskonstante, klein r ist der Abstand von dem Körper, von dem wir die Gezeitenkraft ausrechnen wollen, und r ist also quasi, nachdem das eine differenzielle Kraft ist, ist es der Unterschied oder die Entfernung zwischen zwei Punkten, zwischen denen wir die den Kraftunterschied ausrechnen wollen. Und also wir rechnen es jetzt einmal für Mond aus, wenn jetzt der Mond direkt über uns steht, dann ist ja der Kopf ein bisschen näher am Mond als unsere Hüften zum Beispiel oder die Füße. Und die Gezeitenkraft ist nichts anderes als dieser kleine Unterschied in der Anziehungskraft zwischen Kopf und Füße. Und wir setzen da jetzt für dieses Groß-R einmal einen Meter ein. Also es wäre eher ungefähr so ein Kraftunterschied zwischen Kopf und Hüfte. Und das gleiche kann man für mich machen, für den Vortragenden.
Und da setzen wir jetzt die Werte ein, Gravitationskonstante, Masse, das sind eben die 7, irgendwas mal 10 hoch 22 Kilogramm, die vorher erwähnt, und Entfernung des Mondes, ungefähr 384.400 Kilometer, meine Masse, und jetzt ich nehme jetzt für mich einen Abstand von 1 Meter, und wenn man das einsetzt, die Absolutwerte sind wahnsinnig klein, ja? Also 10 hoch minus 13 Meter pro Sekundenquadrat ist extrem klein, auch beim Vortragenden 10 hoch minus 8. Wenn man das durcheinander dividiert, dann kommt man auf einen Faktor von 70.000. Also ich übe in einer Entfernung von 1 Meter eine Gezeitenkraft aus, die um einen Faktor 70.000 stärker ist als die Gezeitenkraft des Mondes. Und ja, trotzdem wird der Mond eben oft ins Spiel gebracht, wenn es irgendwie ums Gärtnern geht oder so, oder auch im Weinbau anscheinend wird das ins Spiel gebracht, ja, dass da Weinbauern irgendwie noch einen Mondstand vorgehen. Eigentlich wäre die Frage wesentlich interessanter, ob der Gärtner oder der Weinbauer vorher aufs Klo gegangen ist oder nicht. Also das hat eine größere Auswirkung als der Mondstand, was die Gezeiten betrifft. Ja, trotzdem, Gezeiten können sehr beeindruckend sein. Das sind Bilder von der Bay of Fundy in Kanada. Das ist ein Ort mit einem extrem großen Unterschied zwischen Ebbe und Flut, also Tidenhub nennt man das. Dort sind es 21 Meter, das ist auf die spezielle Form dieser Bucht zurückzuführen. Aber je kleiner das Gewässer ist, desto kleiner wird der Tidenhub eigentlich. Also wenn man im Mittelmeer ist, ist schon ziemlich mau, Schwarzes Meer noch weniger. Angeblich ist im Chiemsee ein Tidenhub von 1 Millimeter gemessen worden, und in einer Badewanne hat noch nie jemand ihren Gezeiten gemessen. Und also je kleiner das Gewässer ist oder je kleiner die Wassermasse ist, desto kleiner werden auch die Gezeiten. Und also der menschliche Körper ist von der Größe her vergleichbar mit einer Badewanne natürlich, und auch da kann man keine Gezeiten feststellen. Dann bleibt noch das Magnetfeld. Nur der Mond hat kein Magnetfeld und er hat auch keine Ionosphäre. Und seine Umlaufbahn um die Erde liegt auch die meiste Zeit außerhalb der Erdmagnetosphäre. Also nur so um Vollmond herum bewegt er sich durch die Erdmagnetosphäre durch. Und nur dann könnte er theoretisch irgendwie das Erdmagnetfeld und darüber irgendwie das Leben auf der Erde beeinflussen. Aber auch das, also durch das, dass er selber kein Magnetfeld hat und auch keine Ionosphäre, gibt es da eigentlich keinen Einfluss auf das Erdmagnetfeld. Also auch das kann man getrost ausschließen. Bleibt nur das Mondlicht, wie gesagt. Zuerst möchte ich aber noch auf Mondkalender im Einzelnen eingehen. Und zwar auf zwei. Also eins davon ist eben das Werk von Panker und Poppe. Das hat begonnen mit dem Buch vom richtigen Zeitpunkt, das glaube ich 1991 herausgekommen ist, in glaube ich 26 Sprachen übersetzt worden ist und viele Millionen Mal verkauft worden ist. Und heutzutage gibt es eben alle möglichen Taschen, Mondkalender auf Basis dessen und so weiter. Und dann gibt es auch die Aussaat-Tage von der Maria Thun. Also da geht es hauptsächlich ums Gärtnern. Eben in Zusammenhang mit Mond- und auch Planetenstellung. Worum geht es im Buch vom richtigen Zeitpunkt? Ich hab das tatsächlich gelesen. Es ist hauptsächlich eine große Sammlung von Binsenweisheiten. Grundsätzlich geht es den Zusammenhang zwischen Mond und Gesundheit, Kräuterkunde, Mond im Garten und Natur, das ist natürlich sehr wichtig, Land- und Forstwirtschaft, Haushalt und Alltag und so weiter. Angeblich stammen diese ganzen Regeln vom Großvater von Johanna Panker, die in Tirol auf einem Bergbauernhof aufgewachsen ist. Interessanterweise war dieser Großvater taub und taub und stumm. Also er hat diese Regeln nicht mündlich weitergegeben, sondern angeblich hat sie die dadurch gelernt, dass sie ihrem Großvater zugeschaut hat, wie er gewisse Dinge macht, und hat dann das automatisch auf den Mond irgendwie zurückgeführt. Und ja, wir alle kennen stille Post, wie gut das funktioniert. Also ich, ja. Heutzutage betreiben eben Johanna Panker und ihr Mann Thomas Poppe auch Vertrieb mit allen möglichen Mondprodukten. Also es gibt da Mondkosmetik und Tees und
Mondspaghetti und ich weiß nicht was, ja, alles Mögliche. Die haben ganz gut verdient damit. Sie schreiben auch, das Wissen, das sie da kundtun, das ist altes Erfahrungswissen, das sich nur durch sich selbst begründet. Also es gibt keine empirische Grundlage und auch keine theoretische Unterfütterung. Und eigentlich ist diese Aussage quasi die Definition von Esoterik. Ja? Es hat eigentlich keinen Bezug zu irgendwas außen, sondern begründet sich nur durch sich selbst. Ja, da kommen auch einige gefährliche Ratschläge vor, das mit den Operationen habe ich schon zitiert. Das ist jetzt herauskopiert aus so einem Taschenkalender von Panker und Poppe. Heute Morgen ungünstiger Zeitpunkt für Operationen an Armen und Händen. Wenn möglich, sollte man das bitte nicht befolgen. Dann gibt es auch, also empfehlen Sie den Aderlass, das ist angeblich gehört zu den wirksamsten Vorbeugungs- und Heilmethoden überhaupt. Und dann geben sie Tage an für die Aderlassberechnung und so. Also es gibt eigentlich, für einen gesunden Menschen ist der Aderlass einfach, also alles andere ist gesund. Es ist eigentlich nur Schwächung des Körpers. Es gibt ganz seltene Krankheiten, also es gibt eine Krankheit, bei der die Betroffenen irgendwie eine Überproduktion von Blutplättchen haben. Da ist Aderlass tatsächlich indiziert, aber also diese Krankheit betrifft ungefähr einen von 1 Million Menschen, also in Österreich wären das 8 oder 9 vielleicht. Und für diese 9 Leute solche Ratschläge zu schreiben, ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Und dann kommen auch Impfungen vor, da ist jetzt die Verbindung zu einem der vorigen Vorträge in der Reihe. Nicht vergessen, jeder Vollmondtag und die 3 Tage vorher generell schlechte Zeit für Impfungen. Das Interessante ist, sie sagen nicht, wann der Zeitpunkt günstig wäre für Impfungen. Und auch in einem Vorwort zu einem solchen Mondkalender beschweren sich die Autoren über den Impfzwang in den USA. Also die beiden dürften irgendwie zeitweilig oder noch immer, ich weiß es nicht genau, in den USA gelebt haben. Und sie schreiben, also beklagen sich über die Impfpflicht in den USA. Ich habe ein bisschen recherchiert dazu. Es gibt für Soldaten gibt es eine Pflicht, sich gegen Milzbrand impfen zu lassen. Milzbrand wird kann eingesetzt werden als biologische Waffe. Deswegen ist es nicht unsinnig, wenn sich Soldaten dagegen impfen lassen. Aber mir ist nichts bekannt, dass es generell einen Impfzwang gibt. Also das haben sie irgendwie erfunden, glaube ich. Ja, dann gibt es auch Dinge zum Schmunzeln, wenn man ein bisschen genauer reinschaut in diese Mondkalender. Da steht zum Beispiel am 21. Dezember 2009 der beste Holzschlagetag von heute an bis 6. Januar generell gut. Das Holz bedarf später keiner Behandlung. Ja, schön und gut. Dann heißt es aber am 30. und 31. Dezember heute und morgen ungünstiger Zeitpunkt für Operationen an Armen und Händen. Also wenn man sich irgendwie bei der Holzarbeit verletzt an der Hand, dann hat man an diesen beiden Tagen Pech gehabt. Schlechtes Jahr erwischt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann Aussaat-Tage. Die verstehen sich selber nicht als Mondkalender. Die ursprüngliche Autorin Maria Thun, die mittlerweile verstorben ist, hat auch Planetenkonstellationen verwendet für verschiedenste Vorhersagen. Und es gibt eben da Aussagen über Pflanz- und Erntezeiten, auch Vorhersagen für die Witterung, Erdbeben und Vulkane werden gemacht, da wird das irgendwie wieder aufgegriffen mit Erdbeben und Vulkanen. So schaut da so eine Tabelle aus, das ist zum Beispiel für Jänner 2018. Also für jeden Tag gibt es da irgendwelche Planetenkonstellationen, in welchen Sternen, also diese Aussaat-Tage arbeiten tatsächlich mit den astronomischen Sternbildern, interessanterweise. Da steht, in welchem Sternbild ist der Mond gerade, ja, und welchen Fruchtorganimpuls da der Mond oder die Planeten ausüben, also irgendwie auf Blüte und Blatt, sogar mit der Uhrzeit genau. Und dann gibt es irgendwie auch Neigung beim Wetter zum Beispiel. ST steht, glaube ich, für Sturm und dann dieses Blitzsymbol für Gewitter und dann eben auch Erdbeben und Vulkanausbrüche und so werden da vorhergesagt. Ja. Dann hat die Frau Thun auch langjährige Versuchsarbeiten gemacht
Das Einzige, was ich gefunden habe, ist Abbildung mit einer Unterschrift hier, Kompostvergleiche und auch Möhrenversuche. Also die hat sich immerhin die Arbeit gemacht, irgendwelche Versuche zu machen, aber also ich habe nichts gefunden dazu, was irgendwie einem wissenschaftlichen Standard genügen würde. Und wenn man es ehrlich ist, es würde sich auch nicht wirklich auszahlen, das zu machen, weil also es, man kann davon ausgehen, dass Witterung und Standort und selbst die genaue Genetik der Pflanzenlinie, die verwendet ist, einen wesentlich stärkeren Einfluss hat auf den Erfolg des Gärtners als der Mond. Ja, ein bisschen einen Vergleich habe ich angestellt zwischen den beiden. Die Aussaattage machen, wie gesagt, auch so Versuchsarbeiten von Panker und Poppe. Ich kenne überhaupt keine Versuche, das irgendwie auch empirisch zu unterfüttern, was sie da machen oder aussagen. Dann, wie gesagt, in den Mondkalendern von Panker und Poppe werden die astrologischen Tierkreiszeichen verwendet und in den Aussaattagen die Sternbilder. Und lustig, die sind wie gesagt um eins gegeneinander verschoben und das ist also inkonsistent und ich kenne keine Berichte irgendwie, dass das irgendwie, dass eins nicht funktionieren würde, aber das andere schon. Und ja, also es müsste eigentlich, wenn eins von beiden gültig wäre, dann müsste also eben bei einem müsste es funktionieren und bei anderen nicht. Und was man den Aussaattagen auch zugute halten muss, ist, dass dort zum Glück keine gesundheitsbezogenen Aussagen getroffen werden. Dann habe ich auch den Pflanzenflüsterer kontaktiert, Karl Bloberger, der ist vielleicht vielen ein Begriff. Mir ist nämlich aufgefallen auf seiner Homepage, er macht überhaupt keine Aussagen über den Mond. Und das ist in dem Milieu schon erstaunlich. Ich bin deswegen kontaktiert auch und habe dann telefoniert mit ihm. Er sagt, er macht deswegen keine Aussagen über den Mond, weil er nur Dinge weitergibt oder empfiehlt, die er selber ausprobiert hat. Und schon rein aus praktischen Gründen, sagt er, weil er sehr viel unterwegs ist, kann er diese Dinge mit dem Mond nicht ausprobieren und deswegen gibt er das auch, macht er selber keine Aussagen dazu. Er hat selber die Maria Thun besucht mal in Deutschland, wie sie noch gelebt hat und hat auch berichtet von ihren Anbauversuchen dort. Aber er hat auch berichtet, dass die hoch esoterisch ist und dass das, wenn man das wirklich statistisch analysiert, dass da nichts rauskommt, sagt er. Und also er, das Wichtigste ist, er sagt, man soll die Leute, die sich eben an solche Mondkalender halten, nicht als Spinner bezeichnen. Also er ist da eigentlich auf der gleichen Linie wie ich. Wir sehen das beide so als Arbeitsanleitung und Struktur. Geber für die tägliche Haus- und Gartenarbeit. Ja. Also da steht genau drinnen, was man wann zu machen hat. Da kann man viele Dinge nicht vergessen. Und Leute, die sich an den Mondkalender halten, die hegen und pflegen ihre Pflanzen vielleicht auch oder wahrscheinlich mit wesentlich mehr Hingabe als Menschen, die das nicht tun. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf, darauf, wie die Pflanzen gedeihen und wachsen. Und das ist dann eigentlich die Wirkung. Also insofern ist es nichts Schlechtes dran, es kann nichts schief gehen, aber wenn es funktioniert, dann hat das halt nur nichts mit dem Mond zu tun. Ja, jetzt wissen wir, da ist jetzt an diesen Mondkalendern jetzt nichts dran. Wie schaut es aus, sind das wenigstens alte Bauernweisheiten, wie behauptet wird. Auch dem ist auf den Grund gegangen, der Herr Helmut Groschwitz hat eine ganze Dissertation darüber geschrieben an der Uni Regensburg zur Genese und Praxis moderner Mondkalender. Kann man auch nachlesen auf der Website mondzeiten.info. Und er schreibt da, das in den heutigen Mondkalendern vermittelte Wissen ist kein uraltes empirisches Bauernwissen, wie in den Kalendern zur Legitimation behauptet wird. Vielmehr sind es die Versatzstücke ehemals elitekultureller Welterklärungssysteme, die mehrmals aus dem jeweiligen Zusammenhang genommen und neu kontextualisiert wurden. Das Interpretament der lebendigen Bauernweisheit entstand im 19. Jahrhundert und wird im 20. Jahrhundert als Etikettierung höchstmoderner Erscheinungen verwendet. Hinter der modernen Konstruktion der Mondkalender steht also eine längere kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung,
die bis in die Gegenwart anhält. Bis heute wird an den Mondkalendern weitergeschrieben. Also es ist so, solche Kalender oder Mondregeln sind halt im Mittelalter, frühe Neuzeit oder Renaissance verwendet worden von Ärzten zum Beispiel. Also irgendwie, da gab es auch tatsächlich Tabellen für Aderlässe und so. Zu dieser Zeit ist ja der Aderlass wirklich verwendet worden als medizinische Methode. Und da gibt es schon gewisse Aufzeichnungen dazu, aber wie gesagt, das sind eher die Eliten, die sowas verwendet haben. Erst im 19. Jahrhundert ist das dann interpretiert worden als alte Bauernweisheit. Und eigentlich ist es sogar heutzutage ein Etikettenschwindel. Also es sind keine modernen, also keine Bauernweisheiten, die da verbreitet werden. Und wenn man sich die Mondkalender ein bisschen genauer anschaut, dann kommt man da auch drauf. Also, dass da sehr moderner Einfluss dahinter steht auch. Also, Tiroler Bergbauern haben sich wahrscheinlich sehr wenig um ihre Nagelpflege gekümmert oder haben irgendwie Gesichtspackungen gemacht, Fensterputzen, ich weiß nicht, haben die Fenster gehabt überhaupt. Problemwäsche war, glaube ich, auch eher, hat eine eher untergeordnete Rolle gespielt überhaupt. Also, da sieht man, dass das eher eine sehr moderne Erscheinung ist. Ich habe vorhin schon kurz anklingen lassen, es gibt tatsächlich Einflüsse des Mondes auf das Leben auf der Erde. Ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen, oder als viele sich das vorstellen, aber es gibt vor allem Meereslebewesen, die tatsächlich ihr Verhalten, vor allem den Fortpflanzungszyklus, an die Mondphase koppeln. Also die verwenden den Mond als tatsächlich natürlichen Taktgeber für ihre Fortpflanzung. Ein solches Wesen ist der Seestern. Das hat schon der Aristoteles vor, glaube ich, 2500 Jahren erkannt, dass die Größe der Keimdrüsen des Seesterns variiert mit der Mondphase. Er hat es dann leider verallgemeinert auf alle möglichen Lebewesen, Tiere, Pflanzen und ist damit vielleicht zum Urvater dieses Mondmythos geworden. Und hat es eben auch auf Dinge, auf Lebewesen projiziert, wo dieser Einfluss nicht vorhanden ist. Auch Korallen zeigen so ein abgestimmtes Verhalten auf die Mondphase. Dann gibt es auch noch eine Meeresmücke, Clunio. Dann gibt es den Grunion, das ist ein Fisch, der vor allem vor den Küsten Kaliforniens lebt und der bei den Springtiden, also wenn sehr hohe Flut ist, weit rauf wandert auf die Sandstrände und dort seine Eier ablegt. Und bei der nächsten Springtide werden die dann wieder in den Ozean gewaschen. Am beeindruckendsten ist der Palolo-Wurm im Südpazifik. Da gibt es zwei Zeiten im Jahr, wo diese Würmer die Hinterleiber abwerfen und dann Samen und Eizellen ins Meer abgeben. Und diese Zeitpunkte sind sehr genau abgestimmt auf die Mondphase. Es ist immer so kurz nach dem abnehmenden Halbmond im Oktober und dann gibt es noch einen zweiten Zeitpunkt im Februar ungefähr. Und dann machen die das also gleichzeitig und zu Millionen. Also das ist dann quasi richtige Suppe auf der Meeroberfläche. Und wenn man sich das anschaut, dann wird auch klar, warum die das machen. Warum sie den Mond brauchen als Taktgeber, weil nämlich, wenn die das irgendwie unkoordiniert machen würden, dann würden die Ei- und Samenzellen in einer sehr geringer Dichte halt im Meer herum schwimmen und es würde kaum zur Fortpflanzung kommen. Aber wenn die das alle gleichzeitig machen, dann ist die Chance sehr hoch, dass eben Eizellen befruchtet werden und dass es eine neue Generation von Würmern gibt. Das ist wirklich ein ganz klarer evolutionärer Vorteil für die Würmer, dass sie sich auf den Mond da abstimmen. Und dann gibt es auch noch diesen Borstenwurm hier, Platynareis tumorilli. Das ist der Modellorganismus, der am meisten im Labor verwendet wird. Also den kann man wirklich im Labor mit Lampen auch trainieren und dem das gleiche Verhalten antrainieren wie den frei lebenden Würmern im Meer. Also es braucht nicht das Mondlicht, es reicht eine unromantische Lampe, solange man nur den richtigen Rhythmus einhält und die Würmer eben dann drauf trainiert. Und das Ganze ist Teil der Chronobiologie, wie das genannt wird. Das ist auch eine durchaus sehr moderne Wissenschaft. Vor
Ja, ein bisschen mehr als einem Jahr ist erst der Nobelpreis verliehen worden in Physiologie und Medizin an diese drei Herrschaften. Die haben die molekularen Kontrollmechanismen der biologischen Uhr untersucht und herausgefunden. Die haben sich tatsächlich mit dem Tag-Nacht-Rhythmus auch des Menschen untersucht, also den sogenannten zirkadianen Rhythmus. Also nicht, die haben sich nicht mit einem Mondlicht oder Mondphase auseinandergesetzt, aber an der Uni Wien gibt es eine Forschungsplattform, die nennt sich Leben ist rhythmisch, und dort werden eben diese Borstenwürmer untersucht als Modellorganismen, und da wird versucht, eben auch die molekularen Kontrollmechanismen dieser biologischen Uhr herauszufinden. Ja, also sehr spannende Wissenschaft, die da tatsächlich gemacht wird, aber das betrifft nur sehr wenige Lebewesen auf der Erde tatsächlich. So, ich bin fast am Ende. Ein paar Quellen noch dazu, wo ich das Ganze her habe. Die Website Der Mond wird von Kollegen von mir von der Kufner Sternwarte in Wien betrieben. Sind wirklich sehr, sehr viele Studien gesammelt, und alle möglichen Mondmythen werden da aufgelistet und eigentlich ziemlich systematisch debunked, wenn man so, also aufgedeckt. Es gibt dann eine ähnliche Seite zur Astrologie, diesterne.at. Dann gibt es den Science-Blog vom Science-Buster Florian Freistetter, Astrodiktikum Simplex nennt sich der. Dann gibt es natürlich die Wikipedia, da gibt es sehr viel Information auch über den Mond und auch über Mondholz und so weiter. Für Skeptiker sehr wichtig ist das Psiram-Wiki. Psiram ist quasi ein Wikipedia über Pseudowissenschaften und Esoterik. Also da gibt es auch sehr viel über Homöopathie zum Beispiel. Und Mondzeiten.info, das ist eben die Seite, wo der Herr Kroschwitz da seine Studien zur Kulturgeschichte der Mondkalender publiziert hat. Ja, ich bin jetzt damit am Ende. Eine letzte Take-Home-Message habe ich. Also ich sage immer, glauben Sie, was Sie wollen. Ja? Nur bitte, wenn irgend möglich, halten Sie sich bitte nicht an Gesundheitsratschläge, die in Mondkalender gegeben werden. Das wäre eigentlich das Allerwichtigste. Danke. Ich sehe schon eine Frage dahin. Ich hätte sogar zwei Fragen. Ja, bitte. Oma? Also das ist das erste Mal, dass ich das höre, ja. Muss ich gestehen. Das sind Sie immer, das ist ganz überzeugt. Aha. Das zweite wäre, die Mutter meiner Freundin sagt immer, dass Wälder sich so ausbleichen, wenn man der Vollmond draußen hängen lässt. Okay. Dazu habe ich schon was Ähnliches gehört. Kurze Frage, hat es jeder verstanden oder soll ich kurz das Mikro laufen? Ja, ich wiederhole das schnell. Also das eine war die Oma, die sagt, dass Schwammerl unterschiedlich gut wachsen, je nach Mondphase. Also das ist das erste Mal, dass ich das höre, muss ich gestehen. Bei Vollmond, wenn man irgendwo am Land draußen herumgeht in der Nacht, dann sieht man natürlich bei Vollmond ein bisschen besser. Aber also mir wäre nichts bekannt, und das würde mich sehr wundern. Also ich glaub Schwammerl, denen ist wichtig, eine richtig gute Witterung, ja, Feuchtigkeitbalance, sonst. Das zweite war die Mutter der Freundin, die sagt, dass sich Wäsche beim Mondlicht ausbleicht. Ich habe Angst, jetzt meine Wäsche bei Vollmond oder so rauszuhängen. Aha. Ich habe was Ähnliches gehört. Ein Freund von mir, der ist irgendwie geraten worden, dass er muss bei Nacht die Jalousien runterlassen, weil der Mond sonst auf den Holzboden hinscheint und der sei so schädlich. Und das ist irgendwie begründet worden mit UV-Licht und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall Unsinn. Also der Mond kann nicht, ich weiß nicht, ob das Sonnenlicht das die Wäsche ausbleicht, das kann ich mir vorstellen. Sonne kann doch starke UV-Strahlung haben. Aber der Mond, selbst der Vollmond, ist wie gesagt 1 Million Mal schwächer als die Sonne und hat auch nicht mehr UV-Anteil, weil es ist nur reflektiertes Sonnenlicht. Also es kann nicht mehr UV-Licht sein als Sonnenlicht. Also wenn in einer Stunde
Also der Vollmond würde so stark, in 10 Millionen Stunden so stark ausbleichen wie eine Stunde Sonnenschein. Ich glaube, das kann man vernachlässigen. Danke. Ich würde mich da wirklich bei beiden eigentlich nur noch im Wetter richten. Also wenn es regnet, ist es unsinnig, das Wäsche zum Trocknen rausrennen. Selbst bei der besten Mondphase. Ja? Also ich vermute mal, dass ich relativ neutral an die Sache herangegangen bin. Als Astronom bin ich natürlich jetzt auch Aussagen aus der Astrologie und so natürlich grundsätzlich schon ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt, muss ich wahrscheinlich gestehen. Aber ja, ich meine, ich bin, wenn mir gute Gründe, gute Argumente und auch gute Studien vorgelegt werden, warum irgendwas einen Effekt haben soll, dann kann man mich überzeugen. Also ich bin nicht so, dass ich da jetzt felsenfest von irgendwas überzeugt bin und mich nicht vom Gegenteil überzeugen lasse. Wenn es gute Argumente, gute Studien gibt, dann werde ich morgen das Gegenteil behaupten. Ja. Also, und das Zweite, also die Studie, die ich zitiert habe von der Frau Beverly Strassmann, die diskutiert also auch diese Synchronisation. Ich glaube, dass das ursprünglich, ich habe die Arbeit zufällig jetzt im Zug noch gelesen, ist mir auch zugespielt worden von der einen Kollegin von der Kufner Sternwarte, das ist eine Frau, die sich auch damit auseinandergesetzt hat. Und also in diesem Paper von Beverly Strassmann wird also diese Synchronisation zwischen Frauen auch diskutiert. Ich glaube, das geht zurück auf eine Arbeit aus dem Jahr 71, wo das behauptet worden ist, dass sich irgendwie, ich glaube, eben die Zeitpunkte des Einsetzens der Regelblutung irgendwie über einen Zeitraum von 4 Monaten, glaube ich, aneinander angepasst hat. Das ist auch in Folgestudien, konnte das nicht repliziert werden, und es gibt auch Untersuchungen zur Statistik, die angewendet worden ist, und die dürfte auch fehlerhaft gewesen sein. Also ich kann Ihnen eine Kopie schicken von den Artikeln. Was noch? Ja, grundsätzlich ist es so, im Durchschnitt, im Mittel, liegen die Zeitpunkte des Einsetzens der Periode von zwei Frauen ungefähr 7,5 Tage auseinander. Weil, also Periodenlänge, sagen wir mal, sind 30 Tage. Wenn sie genau exakt gegengleich sind, dann ist der Abstand 15 Tage. Und zur Hälfte der Zeit, also wenn man jetzt zufällige Paarungen von Frauen nimmt, dann liegen die Zeitpunkte des Einsetzens der Periode im Durchschnitt 7,5 Tage auseinander. Was jetzt nicht viel erscheint, aber und das kann auch einen psychologischen Effekt haben, ja. Wenn man darüber spricht, wann eben die Periode einsetzt, und dann man filtert dann gerne vielleicht die raus, die näher beieinander liegen, und an das erinnert man sich, wenn man es gegenseitig erzählt, aber wenn das 2 Wochen auseinander liegt, dann ignoriert man das, ja. Haben Sie selber so Beobachtungen gemacht, dass es Synchronisation gibt? Von mir aus ja. Also sowohl mit meiner Mutter, wobei das natürlich auch natürlich biologisch bedingt sein kann, weil wir miteinander verwandt sind. Allerdings auch von sehr engen Freundinnen, die jetzt seit 2 Jahren zusammenleben und die aber das vorher nicht hatten. Also ja, in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis gibt es mehrere Fälle, wo Frauen beieinander leben, die entweder verwandt sind oder auch nicht. Und deren Zyklus sich dann aber aufeinander abgestimmt hat. Okay, also ich bin da kein Experte, ja, muss ich gestehen. aber ich kann Ihnen gerne diese Arbeit schicken. Und ja. Mich hat persönlich noch interessiert, Sie quasi ein bisschen
bisschen zu erläutern, woher quasi diese Glaubenssätze jetzt gekommen sind, dass der Mond auf irgendwas Einfluss nimmt, und vielleicht als kleine Ergänzung, weil Sie großteils auf die Gravitation eingegangen sind und jetzt quasi diese mehr physikalischen Einflüsse, würde ich sagen, dass der Mond natürlich auch einen psychischen Einfluss auf den Menschen hat, und insofern einfach dieser psychische Einfluss, zum Beispiel, wie wir durch eigentlich die moderne Quantenphysik oder Medizin wissen, einfach die Psyche, natürlich die Gesundheit des Menschen schon beeinträchtigt. Deswegen ist vielleicht dieser Zugang auch angebracht, dass man das jetzt nicht nur rein auf Gravitation und irgendwelche physikalischen Kräfte bezieht, sondern direkt auf die Psyche des Menschen, die jetzt durch Wandel vom Mond beeinflusst wird und sozusagen einfach so ihre, die jeweils subjektive Realität jedes Menschen trägt. Also ja, Psyche und Körper sind eng verbunden, keine Frage. Also psychosomatische Dinge die sind wichtig. Aber wenn Sie sagen, psychischer Einfluss, das muss ja auch irgendwie vermittelt werden. Wie soll das gehen? Das muss irgendeinen physikalischen Mechanismus gehen. Nein, bitte? Einfach das Licht von uns, das hat, denke ich, einen Einfluss auf eine Psyche eines Menschen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Auch wenn es sehr subtil ist, man vielleicht jetzt nicht direkt bewusst in der Erfahrung. Ja, also es gibt Theorien, also am Anfang habe ich das nicht erwähnt, erstens einmal diese Vorstellung des Einflusses des Mondes auf den Menschen ist auch in der Sprache sehr tief verwurzelt. Also das Wort Laune leitet sich tatsächlich vom lateinischen Luna für Mond ab, und auch im Englischen hat man das Wort Lunatic, kommt auch direkt von Luna. Und also das ist selbst in unserer Sprache sehr tief verwurzelt, aber also offenbar dürfte das so sein, dass in früheren Zeiten, wo man ja kaum künstliches Licht hatte, vor allem die Zeit um den Vollmond herum genutzt hat für Arbeiten im Freien, für Reisen, für Jagd und so. Aber das hat natürlich dann den Schlaf reduziert. Und Schlafreduktion kann sehr wohl Auswirkungen auf die psychische Verfassung haben. Also auch Schlafentzug kann, glaube ich, auch epileptische Anfälle auslösen und so. Also das ist eher so ein indirekter Einfluss, der da postuliert wird. Also nicht direkt, wenn man das Mondlicht anschaut, dass man jetzt dass da Depressionen gibt oder so. Heutzutage haben wir sehr viel künstliche Beleuchtung, ja. Da wird man das kaum mehr feststellen können, aber in früheren Zeiten kann es diesen, wie ich meinen würde, eher indirekten Einfluss des Mondes schon gegeben haben, ja. Genau. Was ich sagen wollte, ist, dass man es, glaube ich, jetzt von Forschung her jetzt nicht nur auf Gravitation beschränken kann. Das ist was mein Beispiel, was ich damit ausdrücken wollte. Ja. Aber was Sie gesagt haben zur Quantenmechanik, also da muss ich leider widersprechen. Also, das habe ich in dem Sinn gemeint, dass jetzt nicht der Mondquantenmechanik, sondern in dem Sinn, dass die Realität von dem Betrachter insofern beeinflusst wird. In dem Sinne an Psyche des Menschen, der vielleicht unterschiedlich beeinflusst wird, wiederum seine Realität anders wahrnimmt und insofern anders. Können wir vielleicht später noch diskutieren. Ich nehme mal einen ganz hinten da. Danke. Ich habe auch zwei Fragen. Ja. Erstens, gibt es irgendwelche Länder, wo vermehrt Mythen auftreten oder Regionen auf der Erde, wo man sagt, die sagen sehr viel über den Mond aus? Und das zweite ist, gibt es irgendwelche einheitlichen Aussagen über solche Wahrnehmungen? Also wo überall auf der Welt sagt man, keine Ahnung, der Vollmond ist, weiß ich nicht. Einheitlich, das ist ein Mythos, einfach durchgängig über die Kultur. Ja. Ja. Also mir ist. Ja, also zum ersten Punkt, ob das überall gleich verbreitet ist, jetzt die nachgesagte Wirkung des Mondes, weiß ich nichts drüber, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es da, ich weiß nicht, in Südamerika stärker verankert ist als in Ostsibirien, könnte ich nicht sagen.
Das zweite, ob das einheitlich ist. Ob es eine einheitliche... Ja, nein, ist nicht. Es gibt sogar selbst bei uns, also wenn man sich verschiedene Mondkalender anschaut, die widersprechen sich teilweise. Also so Regeln zum Holzschlägern, da findet man ganz unterschiedliche, die sich teilweise widersprechen. Also kaum einheitlich. Ich habe eine Frage zu dieser Verschiebung dieser Sternzeichen. Ja. Heißt das, dass wenn ich jetzt offiziell Jungfrau bin, ist das nur die religiöse Interpretation und ich bin eigentlich wissenschaftlich gesehen was? Oder nicht? Ja, dann das nächste. Also nicht das vorige. Also du bist nicht Waage, sondern weil ich bin astrologisch Waage und astronomisch Jungfrau und du musst dann das nächste, was ist Löwe? Löwe ist im August. Nein, die Reihenfolge weiß ich gar nicht aus, wo die Reise gestehen. Aber das nächste ist schon normal. Ja. Also Astrologe, astronomisch ist die Sonne um eins hinten. Und das ist dadurch entstanden, dass man irgendwann... Man hat die Daten, die Datumsangaben, wann jetzt Waage ist und wann Jungfrau, die hat man festgelegt vor 2000, oder die, ja, die Astrologen verwenden noch die Daten, die vor 2000 Jahren gegolten haben. Und astronomisch hat sich das aber gegeneinander verschoben und, und das wird sich auch in Zukunft weiter verschieben. Aber die Kalenderdaten, die in der Astrologie verwendet werden, die bleiben immer gleich. Es ist immer, ich weiß nicht, was ist der Krebs, glaube ich, von 21. Juni bis, ich weiß nicht, einen Monat später ungefähr und so weiter. Das ist immer 21. Juni. Okay, das verschiebt sich auch weiter. Die werden auch in Zukunft weiter auseinanderdriften. Bitte? Ja, also ich wollte noch kurz das Experiment vorzeigen, dass eben diese Präzession der Erdachse simuliert mit so einem Kreisel. Muss ich leider das Mikro weglegen. Also ein Kreisel. Und wenn sich der schnell dreht, dann sieht man, der macht so eine Taumelbewegung. Also der dreht sich irre schnell, wäre quasi die tägliche Rotation der Erde, wenn man sich vorstellt, das ist ein Modell der Erde. Und dann macht diese Rotationsachse nur mal so eine Kreiselbewegung. Ja? Also ich beschreibe so einen Kegel. Und das macht auch die Erdachse. Allerdings dauert es bei der Erdachse ungefähr 25.600 Jahre. Das ist ein sogenanntes platonisches Jahr. Und diese Taumelbewegung bei der Erde wird tatsächlich durch den Mond hervorgerufen, weil der eben am Äquatorwulst der Erde angreift und ein Ausweichen der Erdrotation verursacht. Und das äußert sich dann eben in dieser Präzessionsbewegung, nennt man das. Das dauert, ich glaube, 25.600 Jahre bei der Erde. Und was wollte ich noch sagen? Vielleicht was haben wir dann. Ja? Ich habe eine Frage, und zwar: Hatten Sie jemals Kontakt zu einem dieser Autorinnen von den Mondkalendern und diesen Büchern, die wir hatten, die Esoterikern? Nein. Also, ich versuche irgendwie den dann auch klar zu machen, dass das irgendwie wissenschaftlich nicht. Das ist, glaube ich, aussichtslos. Na, die verdienen oder haben gut Geld damit verdient. Ich glaube, die werden jetzt nicht, weil ich als Astronom daherkomme und einer sagt, das ist Blödsinn, was ihr da sagt, sie werden dann nicht sagen, sie haben ja recht. Ich glaube nicht. Also, das Einzige, was wir Skeptiker in der Aufklärung machen können, ist, dass wir Leute, die nicht da auf die das festgefahren sind und die noch keine festgefahrene Meinung haben, sondern offen sind, dass wir die überzeugen können und dass wir die aufklären können. Ja, meine Frage bezog sich halt darauf, ob sie überhaupt bereit waren, ein Gespräch zu führen mit Wissenschaftlern. Mhm.
Also ich kenne Zitate, da sagen sie nicht wahnsinnig gute Dinge über die Wissenschaft. Das ist heute eher für aussichtslos. Aber meine Kollegen an der Kufner-Sternwarte, die haben tatsächlich mal so eine Veranstaltungsreihe gehabt, wo sich Astrologen und Astronomen unterhalten haben über Astrologie. Also ich glaube, auch dort ist es nicht gelungen, einen davon irgendwie zu überzeugen. Aber es hat schon irgendwie dazu beigetragen, dass auch Astronomen besser verstehen, was Astrologen tun und denken, wie die so ticken. Also wenn ein Astrologe vom Uranus spricht, dann meint er nicht den Planeten, den man am Himmel sehen kann und der jetzt im Sternbild sowieso steht, sondern sie haben das Symbol bei ihnen auf der Karten oder im Computer oder und der irgendwie nur irgendwas symbolhaft vermittelt, ich weiß nicht genau, ja. Also es ist für einen Wissenschaftler eben total esoterisch. Also die haben eigentlich keine Verbindung mehr zu den tatsächlichen astronomischen Objekten. Das ist dann völlig wurscht, wenn man sagt, wenn man halt rausgeht und schaut und auf den Himmel schaut und sagt, schauen Sie, der Mond steht halt im Sternbild Zwillinge, ist wurscht. Für ihn steht er im Sternbild Krebs. Sternzeichen. Ja. Ist mal grob eilig, ist mir wurscht. Sternwarten ist schon auf der Liste. Ich weiß nicht mal, wo die nächste ist. Wie viel gibt es? Gibt es da eine besonders gute? Also in der Nähe von Graz gibt es das Observatorium Lustbühl. Ich weiß aber nicht, ob die Führungen machen. Naja, kann sein, was man. Und auf der Uni Graz gibt es ein Institut für Physik und da gibt es auch einen Astrophysik-Teil. Ja, ich bin schon von der Uni weg, aber in der Freizeit würde ich das gerne machen, ohne eine Vorlesung besuchen zu müssen. Ja, nein, also das kann man. Es gibt ja sicher auch in Graz Sternwarten, wo man da. Da findet sich was. In Wien könnte ich Ihnen mindestens drei nennen. Oder das Planetarium gibt es auch noch vier. Ich weiß ja gar nicht, wie technisch aufwendig das ist. Ja, es gibt da natürlich viele private Leute, die Teleskope haben. Und ach so, da reicht man das Teleskop auch? Ja, also gibt es ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, kann man sich ans kaufen. Und es gibt Sternwarte Vulkanland, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das noch zur Steiermark oder schon zum Burgenland gehört. Also es gibt auf jeden Fall in der Steiermark auch eine. Kann ich es wirklich sehr empfehlen. Und sonst mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung. Also Gesellschaft für kritisches Denken, das ist der Verein, unser Webauftritt, skeptiker.at. Wir verleihen das Goldene Brett, jedes Jahr, meistens Oktober oder November, im Web zu finden unter goldenesbrett.guru. Und wir veranstalten auch die Skeptics in the Pub, das ist eine Vortragsreihe in einem Pub in Wien. Wir haben die Videos alle online. Skeptics in the Pub Wien heißt der Kanal. Einfach schauen, das kann jeder. Und wer auf Facebook ist, der findet uns unter GKT Wien bzw. Twitter Wiener SITP. Das steht für Skeptics in the Pub. Also wer da am Laufenden bleiben will über alle möglichen Vorträge und Aktivitäten, die wir so machen, der ist dort sehr gut aufgehoben. Ansonsten sage ich danke fürs Kommen und für viele Fragen.